Kommt alle heute zur Brookhaven Party. Heute wird sie besonders gut. Die heutige Brookhaven Party? Oh mein Gott, Leute, ihr habt es gehört. Da sollten wir auf jeden Fall hingehen. Nichts wie rüber, denn ich hab echt mega Bock auf eine Party, Leute. Und ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, lasst jetzt mal einen Daumen nach oben da und dann schreibt jetzt mal Hashtag Vitaminami in die Kommentare. Vielleicht schaffen wir über 300 Kommentare, das wäre mega krass. Du willst also auf die Party? So kommst du nicht rein. Was? Warum komme ich denn jetzt nicht rein? Was habe ich denn nun getan? Du siehst eindeutig zu hässlich aus. Du solltest dich ein bisschen anders anziehen. Eigentlich ist das ein mega cooles Outfit. Ah, okay. Wenn du sagst, dass ich mich umziehen soll, dann werde ich mich mal wohl umziehen gehen, Leute. Aber das ist absolut auch gar kein Problem, Leute, denn ich wohne gleich hier nebenan und werde nun mal nach oben spazieren und mich umziehen gehen. Denn hier oben haben wir schon unser Zuhause und es ist kein Problem, schnell den Kleiderschrank aufzusuchen. Beziehungsweise vorher vielleicht nochmal zu duschen, damit ich nicht so stinke. Naja, okay, duschen wir uns halt nochmal schnell. Wenn ihr das so unbedingt wollt, Leute, dann mache ich das. Oh, tut das gut. So, nur noch den Rücken waschen und... Hey, warte mal. Hey, was guckst du mir zu? Aber nun gut, ich bin fertig, Leute. Und jetzt werden wir uns was Gutes anziehen. Denn um auf die Party zu kommen, müssen wir uns ein bisschen schicker anziehen. Und dafür gehen wir einfach nur mal in den Kleiderschrank, ziehen unseren Rucksack aus und nochmal auf jeden Fall ein schönes Hemd. Und jetzt sehen wir mit dem Anzug mega, mega gut aus, muss ich sagen. Okay, vielleicht können wir noch das Käppi ändern, aber das sollte kein Problem sein, Leute. Ja, okay. Mit diesem Hut kommen wir vielleicht doch nicht rein, der ist ein bisschen zu albern. Aber so sehen wir doch sehr, sehr ordentlich aus, Leute. Und das ist unsere Chance, jetzt nun nochmal vernünftig hinzugehen, denn bald fängt die Brookhaven Party an und die möchte ich ganz und gar nicht verpassen, Leute, das wisst ihr. Also nichts wie raus hier, schnell, schnell, schnell wieder runter zur Brookhaven Party und dann wird eine Runde gedanced. So, 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 zum Glück ist es genau hier nebenan und hier sind wir. Hey, du, möchtest du in die Brookhaven Party? Ja, ganz genau. Dann kommst du nicht rein. Bitte was? Wie? Ich komm nicht rein. Warum denn das jetzt nun? Du siehst aus wie ein alter Opa. Hey, warte mal, das stimmt gar nicht. Lass mich jetzt rein hier. Sag mal, Freundchen, siehst du nicht, was oben auf meine Cap steht? Ich bin hier Security und ich darf entscheiden, wer hier rein und raus geht, ja? Damit das klar ist. Okay, dann, ja, akzeptiere ich das. Zieh dich vernünftig an und dann können wir darüber reden. Okay, dann ziehe ich mich mal vernünftig an. Leute, was ist das denn? Okay, 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 wir müssen uns jetzt noch besser anziehen. Oh Mann, okay, aber das machen wir am besten auf einen anderen Server. Und ihr wisst ja wo, Leute, ich würde sagen, wir springen jetzt direkt in den Avatar Creator. Yeah, da sind wir angekommen, Leute. Nun seht ihr, wir sind wieder im Avatar Creator mit unseren coolen Sachen. Und dieses Mal wird es ganz anders sein, denn Leute, jedes einzelne Teil wird heute ein Glücksrad bei uns entscheiden. Das bedeutet, wir haben verschiedene Kategorien, zum Beispiel Tasche, Haare, Hautfarbe, Hose, Schuhe, T-Shirt oder ganz andere coole Sachen. Und dieses Glücksrad wird entscheiden, welche Farbe es bekommt. Ich würde sagen, wir beginnen direkt mal mit der Hautfarbe. Welche Hautfarbe werden wir heute haben? Und das werden wir wissen und wir werden grün aussehen? Warte mal, was? Okay, ihr habt's gehört, wir müssen uns also eine grüne Hautfarbe machen? Oh, na gut, wie soll das denn bitte aussehen? Dafür erstellen wir uns einen neuen Charakter, Leute. Und wir sind auf jeden Fall ein Junge. Und jetzt müssen wir uns grün machen, wie so ein Alien. Okay, eine grüne Hautfarbe haben wir, Haare bekommen wir erstmal keine. Und das ist jetzt unser Charakter. Hallo, ich bin Frosch. Aber nun gut, das ist jetzt auch ganz egal. Wir werden uns weiter upgraden. Welche Farbe werden jetzt unsere Haare haben? Das wird selbstverständlich auch unser Glücksrad entscheiden und unsere Haare werden die Farbe Gelb bekommen. Okay, Haarfarbe Gelb. Ich weiß ja nicht, wie das aussehen soll. Aber werden wir uns halt mal suchen. Dafür müssen wir nur auf Haare gehen und Yellow schreiben. Und, ja, hier sind coole Haare. Zum Beispiel die? Die sehen eigentlich ganz cool aus. Aber ich weiß ja nicht, ob wir so rumrennen sollen, denn das sieht echt witzig aus, Leute. Oder wir rennen so rum. Das sieht eigentlich auch echt cool aus. Wow, ich bin jetzt sowas wie ein Drache, Leute. Okay, ob ich so in den Club reinkomme, das weiß ich nicht. Denn wir müssen schon ein bisschen vernünftig aussehen, Freunde. Aber das sollten wir schon irgendwie hoffentlich hinbekommen. Aber wir können immer die andere Mädchen fragen, hey, wie findest du mich? Du siehst so
Okay, die Haare werde ich wieder ändern. Hey, was sagst du denn zu meiner Frisur? Hallo? Ah, schnell weg hier. Der ist aber verrückt. Warte mal, was? Oh, egal. Ob wir vielleicht jetzt nur coole Haare finden für Männer? Warte mal, was sind das? Wie bitte? Leute? Ich hab doch keine Banane auf dem Kopf. Okay, mach ich die mal weg, Leute. Wie wäre es mit blonden Haare? Und die sehen doch ganz cool aus. Die gefallen mir auf jeden Fall. Und die werden wir uns kaufen für 100 Robux. Die hätten wir uns gekauft und haben jetzt schon unsere ersten Haare. Ja, das Glücksrad entscheidet heute alles, Leute. Wir müssen es einfach so machen. Okay, ich würde sagen, es geht dann direkt mal weiter, Leute. Denn wir brauchen jetzt auf jeden Fall eine Hose. Welche Farbe wird unsere Hose bekommen? Und die Farbe der Hose wird heute blau sein. Okay, eine blaue Hose ist jetzt, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Denn ich glaube, davon sollte es auf jeden Fall genügend Hosen geben. Zum Beispiel diese Sporthose hier. Die echt mega cool und lässig aussieht. Moin. Alter, die gefällt mir echt ganz gut, Leute. Und hey, hier ist sogar ein Fan. Moin, moin. Und sein Outfit kostet genau 0 Robux. Hey, ihm fehlt wenigstens für 5 Robux das Vitamine-Shirt. Das solltet ihr euch in meiner Gruppe holen, Leute. Aber wenn ihr es nicht habt, ist es natürlich auch nicht so schlimm. Aber was sagt ihr zu dieser Hose? Also mir gefällt die ganz gut. Oder soll ich rumrennen wie so ein Roboter, Leute? Ha, schaut euch mal meine Hose jetzt an. Warte mal, wie sieht der denn aus? Hey, der sieht ja ganz genauso aus wie ich. Hey, du bist mein Bruder. Moin. Ha, Leute, er hat sich die gleiche Outfit gekauft wie ich. Aber ich würde sagen, wir nehmen wieder die andere Hose. Leute, wir haben uns jetzt diese Hose genommen, aber das war natürlich noch längst nicht alles, denn jetzt brauchen wir zum Beispiel ein T-Shirt. Das T-Shirt wird die Farbe... Oh mein Gott, es sind nur noch komische Pink haben. Okay, wir werden ein pinkes T-Shirt anhaben. Okay, ein pinkes T-Shirt, das sind alles nur Frauen-T-Shirts, oder? Oh mein Gott, Leute, wie sollen wir denn hier was Gutes finden? Ich meine, so sehen wir aus wie so eine Erdbeere. Ich meine, das sieht echt lustig aus. Aber ob es den Sinn erfüllt, weiß ich nicht. Und hey, warum rennen jetzt hier schon 3 von mir rum? Oh mein Gott, Leute! Wie wäre es denn mit so einem T-Shirt? Okay, das ist ein bisschen sehr lang. Oder ein komplettes pinkes Outfit. Dieses sieht auch mega, mega lustig aus. Leute, hier sind einfach 4 Vitamine-Army-Fans. Schreibt ihr mal in die Kommentare, bist du auch ein Teil der Vitamine-Army? Das würde mich mega interessieren. Und wenn ja, kann ich dir gleich ein Herz geben. Und Leute, die sehen alle aus wie ich. Das macht mir ein bisschen Angst. Oder wir nehmen so einen pinken Pyjama. Auch mega, mega witzig. Ich finde, der passt eigentlich ganz lustig dazu, oder? Wir machen uns heute ein echt extremes, lustiges Outfit. Denn das Glücksrad entscheidet ja, welche Farbe wir nehmen. Und wir haben uns jetzt erstmal das lilane Lustige gekauft. Und übrigens, Leute, wenn ihr euch fragt, wie ihr hier auch mal mit mir zocken könnt... Dann kommt jetzt einfach in meine Roblox-Gruppe, denn dort könnt ihr mir ganz einfach nachjoinen. Und dort sind wir auch schon über 27.000 Mitglieder. Vielen Dank. Vielleicht knacken wir ja mit euch noch die 30.000. Leute, was braucht man natürlich noch? Natürlich, wir brauchen jetzt noch eine Jacke, denn abends ist es immer kalt. Und die Jacke bekommt eine Farbe und die Farbe ist rot oder... Nein, oh mein Gott, orange. Also okay, orange zu pink und zu... Ach egal, vergiss es. Es passt auf jeden Fall nicht so ganz zusammen, Leute. Aber egal, das Glücksrad entscheidet, wir müssen eine orangene Jacke anziehen. Welche werden wir dann zum Beispiel anziehen? Zum Beispiel die sieht doch ganz cool aus. Die ist so ein bisschen, okay, glaube ich, für Mädchen gemacht. Schauen wir mal uns weiter was an. Wie wäre es mit so einer orangenen Bomberjacke? Das sieht auf jeden Fall mega, mega witzig aus, denn guckt euch das mal an. Wir sind jetzt hier so mega, mega breit gebaut. Oder wir ziehen uns so eine Winterjacke an, aber die ist zu. Die passt auch nicht ganz zu dem Outfit, ehrlich gesagt. Aber ich meine, was soll denn generell heute noch zum Outfit passen? Obwohl diese Jacke echt mega, mega schön aussieht. Vor allem mit diesem coolen Kragen. Finde ich die mega cool. Leute, ihr müsst natürlich am Ende auch wieder mal bewerten, was ihr dazu sagen würdet. Und ich würde sagen, Leute, die kaufen wir. Und die kostet wieder einmal 100 Robux. Die wäre jetzt easy gekauft. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall schon viel gekauft. Aber es fehlen halt immer noch 3 Dinge. Einmal zum Beispiel Schuhe. Dann müssen wir mein Gesicht noch ein bisschen ändern. Und wir brauchen natürlich noch eine Tasche. Und da mir langsam ein bisschen kalt an den Füßen wird, werden wir jetzt erstmal die Schuhe machen. Es gibt nur noch 3 Farben. Weiß, schwarz und rot. Und die Schuhe werden klassisch schwarz sein. Okay, schwarze Schuhe sind eigentlich echt mega, mega cool.
Und Leute? Ich habe hier drei Brüder. Oh mein Gott, Alter. Die sehen alle aus wie ich. Oh mein Gott, wie lustig. Aber wir müssen weiterarbeiten, denn wir bekommen jetzt neue Schuhe. Und das sind schwarze Schuhe. Wie wäre es mit diesen Schuhen hier? Guckt euch mal, wie die aussehen. So komische dicke Klötze. Dann hätten wir diese Schuhe hier noch. Die sind eigentlich auch schwarz, muss ich sagen. Oder wir nehmen so eine Winterstiefel, obwohl die eigentlich gar nicht dazu passen. Oder wir nehmen diese. Die sehen eigentlich ganz witzig aus, muss ich sagen. Ah, Leute, schwarze Schuhe passen generell nicht zu dem Outfit. Leute, guckt euch mal unser verrücktes Outfit an. Und übrigens, die sind eh nicht kaufbar. Ich würde sagen, okay, wie sehen diese Ballerinas aus? Sehen die auch witzig aus? Ich würde sagen, wir kaufen uns einfach die eleganten Schnürschuhe für 50 Robux. Und die ziehen wir selbstverständlich natürlich auch an. Auch wenn die ein bisschen lustig aussehen. Dann fehlen ja tatsächlich nur noch zwei Sachen. Und wir werden jetzt erstmal unser Gesicht auslosen. Unser Gesicht wird die Farbe rot bekommen. Oh nein, wir sind also streng. Und damit bleibt ja nur noch eine Farbe übrig. Also das Gesicht muss rot sein. Und ich weiß ja nicht. Entweder tragen wir so eine komische Clownsnase und sind echt mega verrückt. Oder wir sind ein halber Zombie. Okay, wir sind schon durch die grüne Farbe ein Zombie. Oder wir trinken entspannt noch eine Erdbeermilch dazu. Das sieht eigentlich echt cool aus. Obwohl, schaut euch mal mein Gesicht an. Übel komisch. Okay, kaufen wir uns auf jeden Fall mal das Getränk. Und wir kaufen uns die Clownsnase, damit es ein bisschen lustiger aussieht. Leute, schaut mich mal an. Ich habe auf jeden Fall das Getränk im Mund und habe jetzt eine rote Nase. Jetzt fehlt natürlich nur noch eins und das ist eine Tasche. Und wir hatten ja nur noch eine Farbe übrig. Das bedeutet, wir müssen eine weiße Tasche suchen. Wie wäre es mit so einer Luxus-Bauchtasche, obwohl die gar nicht so gut zu der Jacke passt? Oder diese Bauchtasche, die gut zu dem Outfit passt. Auch hier ein bisschen, ja, okay, das sieht komisch aus. Aber das muss ich sagen, das kann man ja auch ignorieren, Leute. Das sieht ganz cool aus. Kaufen wir uns auch noch diese weiße Tasche für 50 Robux. Und damit ist unser endgültiges Outfit fertig, was wir uns erstellt haben mit einem random Glücksrad. Und das war echt mega random. Also wirklich, echt random. Und damit sollten wir jetzt echt probieren, Leute, auf jeden Fall in diese Party zu kommen. Was sagt ihr? Und das werden wir jetzt probieren, Leute. Und übrigens, Freunde, kostet das Outfit 415 Robux und es war komplett random mit unserer Random Challenge. Also schreibt jetzt mal in die Kommentare, was ihr davon hält, von dieser Random Challenge. Und für 415 Robux, wie viele Punkte gebt ihr dem Outfit? Schreibt es jetzt sofort in die Kommentare. Und das sind wir! Ey, aber warte mal, warum habe ich zwei unterschiedliche Schuhe an? Hey! Ach, egal, vergiss mir das. Und nun gehen wir mal zur dicken Party. Denn ich meine, mit dem Outfit muss der mich doch jetzt reinlassen, oder nicht? So, moin moin, was geht? Sag mal, kennen wir uns? Ja, aber klar kennen wir uns. Ich will auf die Party. Ah, du warst derjenige, der auf die beste Party in ganz Brookhaven gehen will. Ja, ganz genau. Deswegen habe ich mich auch jetzt mega cool angezogen. Und damit muss ich doch jetzt reinkommen, oder nicht? Okay, dein Outfit sieht ganz lustig aus. Ich weiß zwar nicht, was du dir dabei gedacht hast, aber ich würde sagen, mit diesem Outfit kommst du echt auf die coolste Party von ganz Brookhaven. Oh yeah, Mann, da bin ich echt mega gespannt, was da heute abgehen wird. Da wird richtig cool gedanced, oder? Klar, sogar mehr als das. Da wird richtig Party gemacht. Zum Beispiel so. So tanze ich immer. Und du tanzt übrigens wie ein Affe. Also so. Warte mal, was? Affe? Ach, egal, Leute. Lol. Hier, Leute, die Party geht los. Also nichts wie lange warten. Wir gehen nach oben und machen jetzt dick, fett Party, Leute. Ich bin da. Vitamin ist da. Wo seid ihr alle? Wir dancen hier mega, mega krass, ey. Warte mal, hat er mich verarscht oder was? Hier ist gar keine coole Party. Und dafür habe ich jetzt 500 Robux ausgegeben? Eine Party für mich ganz alleine? Oh Mann. Na toll, Leute. Der hat mich auf jeden Fall mega, mega reingelegt. Aber nun gut, was soll ich tun? Trotzdem haben wir ein mega, mega freshes Outfit. Wenn euch das Video gefallen hat und wenigstens ihr mit mir auf die Party wollt, dann lasst einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Und dann sehen wir uns morgen beim neuen coolen Video. Bis dahin. Tschüss.